Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser kleines King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wie immer mein Gegner, der Revano. Ja, hallo, Onkel. Und hoffentlich bin ich wie heute. Wieso da unten so, hä? Und hoffentlich bin ich heute in der Lage, aus diesem verkackten tiefen Loch rauszukommen. Könntest du bitte aufhören, so ins Mikrofon reinzukriechen? Ja. Hallo. Hallo. Könntest du bitte nicht so ins Mikrofon reinkriechen? Dankeschön. So. Ja, bist du jetzt soweit? Vier gut. Kinder? Der ist schon gut, raus. Oh, warte mal, ja. Oh, ich krieg wieder nur solche komischen Leute, die ich schon hatte oder noch nie hatte. Au, ist der neu? Hab ich den noch nicht gehabt, oder? Nee, ich hab einen neuen. Yo. Ich hoffe, du hörst mich gut. Ja, das heißt bloß klar, nicht so nah, du sollst deutlich, nicht so nah. Ich bin ganz weit weg, ich bin einen halben Kilometer weg, also ich kann da hinten noch die Ampel sehen. Was? Ready? Nein, oh, Rivano. Was machst du denn? Ich drück Viereck. Achso. Mach dir keine Sorgen, ich warte auf dich. Ja. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen suchen hier. Den hatte ich, glaube ich, hatte ich den schon? Ja, klar, hatte ich den schon. Der gehört dir, oder? Ach ja, genau, da hast du ja. Der Onkel ist. Alter! Aber ich kenne das auch, ich habe das auch manchmal. Was denn? Dass du keinen findest, oder was? Ja. Den habe ich aber noch raus, oder? Nee, den, da ist er noch. Da ist er noch. Ja, da wie ist das noch. So, wenn man an The Rock vorbeigeht? An Stone Cold. Genauso wie an Roman Reigns, Undertaker, John Cena. Genauso. Ja, meine lieben Damen und Herren, es kann sich nur um Tage handeln, aber ich wir werden es schon fertig. Ah, ist schon, ist sauber. Dann zählen wir runter. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, zeig mal. Oh, du bist am Arsch. Oh, das wird ein hartes Match. Ja, dann werde ich den Kaktus mal pieksen, wa? Oh ja. Ich kenne diesen Kevin Owens eigentlich gar nicht. Ich habe den jetzt einmal im Kampf gesehen, und zwar gegen den Dean Ambrose hat er gefightet. Aber sonst habe ich den eigentlich so noch nie in Erlebnis. Der hat Ryback, hat Ryback auseinandergenommen. Echt? Ja, ich habe schon gehört, er soll ja ein Bösewicht sein, ne? Arrogant wie Sau halt, ne? So. Aber passt das zu Revano? Ja, dann schauen wir mal. Hat er mich gleich in die Ecke. Aber der Kaktus ist ja auch ein Kaktus, ne? Der ist doch ziemlich stark. Ha! Aber meiner ist halt ein Böse. Ach, ich bin auch bei Next, oder was? Weil da hinten drauf steht Next. Aha. Ach, scheiße. Jetzt habe ich es zu spät gesehen. Oh, du kleiner Drecksack. It's always great to see Cactus Jack, one of the all-time hardcore legends. Definitely ja. Looking confident fucking in this environment. Daugeil. Ja. Head to head, no excuses. Let's get it on. Und jetzt geht die Party ab. Bam. So, und ich hoffe, das Delay ist heute weg. Dieses Delay, hoffe ich, ist heute weg. Ja, oh yeah. Bang, bang. Ach, nur doch noch. Scheiße. Ich muss gucken erstmal wieder, bis ich mich wieder ein bisschen einspiele, weil ich hab vorher nicht gespielt oder so. Und dann muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert hier. Ja, ein bisschen Delay ist schon noch, aber naja, schafft das. Naja, ein bisschen muss ja auch drin sein, ne? Ein bisschen muss ja auch drin sein. Muss nicht. Oh, eine dicke, fette Powerbomb. Das tut natürlich weh. Das tut natürlich weh. One mistake, one moment of hesitation, and you can find yourself in a world of hurt. Und, oh, wow, hast gedacht nochmal dagegen, ne? Herrlich. Naja. Oh, scheiße, oh. Mal gucken, wird heute bestimmt wieder ein bisschen anders laufen. Onkel hat schon wieder ein bisschen den Dreh raus. Die letzten paar Male, da war er ja mit dem Kontern, war das halt immer so eine Sache. Aber ich bin ja auch nicht anders. Wir werden sehen, was heute ist. Oh, ja. Scheiße, schon wieder raus. Ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, mein Freund. Boah. Aber es ist schön zu wissen, dass ich dich jetzt habe, weil du hast nämlich keine Energie mehr. Vielleicht dich erstmal ein bisschen ausmachen hier. Werden wir das auch gleich tun. Und kabum. Oh, und alles schön draußen. Das tut gut. Das tut echt gut. Oh, er bastelt wieder irgendwas daraus. Ich sehe schon kommen. Komm schon. Ach, Scheiße. Und dann noch der dreckige Stuhl. Danke. Ah, okay. Knock it out, Leute. Knock it out. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier. So geht's auch. Schön mit dem Stuhl nochmal. Und nochmal. Oh ja, das muss wehtun, muss das. Nee, mein Freund. Nee. Und der Signature. Was macht der? Das sieht gefährlich aus. Sieht die nicht verboten, der Move? Der sieht mir so verboten aus. Naja. Und weg mit dir. Okay. Kriegt ja wieder einen drauf. Ach, jetzt buddelt er wieder mit dem scheiß Stuhl da. Was buddelt ich? Ach, ich dachte, rennst du wieder mit dem blöden Stuhl hinterher. Aua, das tut doch weh. Wirf den Stuhl weg. So, Onkelchen. Wenn ich irgendwann in 2 Stunden mal aufstehe, werde ich mich rächen. Oh, meine Lebensmittel gießt auch übel. Mach ruhig. Tu mir ruhig weh. Vertrage es. Kommst jetzt mal raus. Na komm. Aua. Dann ist er auch erschöpft von dem Schlag jetzt. Der war zu wild. Der Kaktusman. Komm, jetzt werd doch mal wach, Junge. Mann, 3 Stunden. Aua. Da liege ich schon wieder blöd am Boden. Jetzt werf mich mal wieder rein in den Ring. Lass mal reingehen. Ja. Nee. Will in den Ring. Wo ich nicht. Es ist schön warm. Jetzt will meiner Feld wieder hin. Ja, der kann 2 Meter nicht laufen. Das ist gleich vorbei bei dem. Oh Gott, nein. Der Griff. Kennst du noch den Spock-Griff? Dann ist er vorbei bei mir. Ja, was ist denn da los jetzt, du K.O.-Mensch? Weißt du, Hauptsache, ich habe da K.O. am T-Shirt stehen. Das hast du dir selbst, wehgetan am Arm. Wieso? Ich kann nichts machen. Manchmal funktioniert mein rechtes Stick nicht. Macht ja nichts. Das ist okay. Mann, jetzt steh doch auf, ey. Ich werde ja wahnsinnig, ja. Oh Gott sei Dank, ey. Er kontert wieder alles hier, der kleine Mann. Hallo, funktioniert doch mal, du Scheißstick, ey. Das gibt's ja gar nicht. Geht dein Controller nicht? Oh Mann, ich will doch einfach nur. Oh, du hast deinen Finisher weg, wieso? Weil ich den gemacht habe und du hast ihn kontert. So. Das ist natürlich eine gute Sache. Ah, ich will rein in den Ring. Ich kann nicht mehr. Ich will rein in den Ring. Er kommt wieder mit dem Tisch. Meiner ist total fertig mit der Welt. Hat man aber schon mal. Wenn Leute bitte fertig mit der Welt sind. Der ist echt kaputt. Kann nicht drücken, was ich will. Der ist bewusstlos. Der kann nicht mehr. Ach Leute, mach doch mal.
Cactus Jack with the offense. What a punch! Yeah, what a punch! Eins, zwei. Oh, jetzt geh doch rein, du alte Schisser. Ja, sicher geh ich rein, ich geh doch nicht da. Das ist ein Hardcore-Match, du Penner, dann komm rein, raus. Ja, dann komm doch raus, ja. Oh, man ist wieder bewusstlos hier. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect. Ich hab gesagt, du sollst reinkommen. Oh nein, einer macht nur Scheiße wieder. Das sah aber schon ein bisschen tödlich aus, muss ich sagen. Good night. Once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. Ich wollte dich eigentlich packen, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. The human body can only absorb so much. Irgendwie doof gerade. I'm not sure I can watch this. Ein bisschen doof, ein bisschen aber nur. Nein, er hat meinen umgekontert, du Affe. Mann, ich wollte doch ummachen. Was hab ich gekontert? Mein Finishen. OMG nennt sich das. Ja. Ja, den wollte ich machen. Oh. Ja! Nein! Ja, darf ich das auch mal machen? Yeah! OMG, der Tisch ist kaputt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Aha! Oh. Und wie sie mich feiern, wie die Geier. So. Oh, er kommt aber da raus. Das ist doch wieder so typisch, weißt du? Na, kommt doch wieder. Na klar. Na klar, du auch. Und bam. So, den lasse ich den vollen Sack mal da unten liegen. Erstmal ein bisschen jubeln hier. Playing mind games. Yeah, a little intimidation there. Hilft mir das? Ich hoffe. Na komm her, mein Kleiner. Ja, ein Schlag. Das war mein Powerschlag, war das. Mhm. Oh nein, 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 nein. Ja! Oh, das war jetzt so ein Doppelding. So, jetzt machen wir mal einen Pin nach dem Move. Ich hoffe, du bist noch K.O. Ah, schade. Er ist noch nicht müde. Oh nein, hör auf damit. Ich hab ihn mal dahin gelegt. Ich hoffe, das war okay für dich. Ja, ja, passt schon. Oh, was mache ich denn wieder? Kann er abhauen? Nee. Ach, du bist doch ein faules Stück. Steh auf jetzt. Ach komm schon, er macht schon. Ich drück hier ein. Jetzt das letzte Mal hast du Delay gehabt und jetzt kommst du mit deinem Joystick nicht klar, oder was? Komm jetzt, steh auf, tu was, steh auf. Ich kann nichts machen, der ist so müde. Mein ist kaputt, der hat sich nicht gut trainiert vorher. Oh Mann, ey. Jetzt ist meiner total fertig mit der Welt. Ach, Gott sei Dank. Ja, wenigstens komme ich jetzt hier weg. Kevin Owens will fight anybody tooth and nail. But it's this type of momentum, this type of offense that Kevin Owens is known for. It puts his opponents in a bad. Er kann doch nicht mal ordentlich reinrennen, das ist voll schlimm mit dem. Ach, was ist denn jetzt los? Nein! Oh, bitte auf den Tisch, bitte auf den Tisch, bitte auf den Tisch, bitte auf den Tisch! Ah, nein, nein, nein. Oh, du kleiner Sack. Oh, man! Guck mal, wie hinterhältig der ist. Seht ihr das? Ja, aber nicht gegen mich. Nein, 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 nein! Nein! Du Drecksack, mein S weg! Oh, hat er mir so Finishen geklaut, ey. Oh. Mann, geh doch mal! Sei einmal ein Mann und beweg dich. Nein, er macht nix. Meine Fresse! Kevin Owens, der ist so langsam, das ist ja schrecklich. Guck mal, der guckt schon, ob ich bewusstlos bin. Hast du den Schiedsrichter gesehen? Der hat mich richtig angeguckt. So. Ist denn alles okay mit dir? Möchtest du drüber reden? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh oh. Ah. Ja, schönes Geriffel. Nein!
Ach Mann. Mann. Ich hab doch gedrückt. Ah, da ist wieder. Oh oh. Ja, schönes Ding. Schade, nur ein bisschen. Die halten eine Party-Einladung. Ich habe keine Zeit, tut mir leid, wenn du das hier siehst. Ich bin gerade am Fighten. Hä? Was dreht sich hier rum? Hä? Achso. Was dreht sich hier rum? Dreht. Verstehe ich nicht. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem scheiß Tisch da. Mm. Hat ja noch nicht so richtig geklappt, Junge. Ich weiß. Komm jetzt. Also irgendwie bewegen die sich echt komisch. Ja, der Typ ist dort, haben die, ach ja, die haben ein Update gemacht, haben wir neu, ne? Haben sie die jetzt noch länger schlaff gemacht? Die haben eine Nachricht erhalten. Ich hab keine Zeit! Tut mir leid, ich bin noch am Zocken. Mensch. Nein, macht nichts. Wir schreiben wieder, wenn es geht. Aua! Hast gesehen, meiner ist gerannt und dann hat er sich gedacht, jetzt krache ich mal mit dem Kopf nach unten am Tisch. Das ist schon das probieren. Na super. Super. Ja, ich sehe schon, das wird wieder spannend hier, was du machst mit mir. Was ist denn hier los? Achso, ich bin dran. Geil. Ich habe jetzt echt gedacht, ich wäre schon längst aus dem Rennen. Aber anscheinend hat es doch geklappt. Na, der Onkel kommt aber auch jetzt überall raus. Das nervt mich jetzt aber langsam auch schon wieder. Und auf den Tisch! Ah, nur eine Seite. Nur eine kleine verdreckte Seite. Ja! Der S kommt! Ja, auf den Tisch komm! Oh, falsche Seite, die Idiot. Was können die eigentlich, hä? Was können die eigentlich? Sag mir das mal. Und er kommt hoch, er kommt hoch und er kommt hoch. Boah, in die Eier. Und was macht er jetzt? Boah. Und ja, Finisher. Und eins, zwei, drei. Ja. Er ist wieder weg. Ja. KO hat wieder gewonnen. Und der Onkel fällt. Immer tiefer, immer tiefer. Also Onkel, ich will ja nichts sagen, aber ich guck mal, du weißt ja, dass du da unten ziemlich weit liegst, ja? Und ich habe jetzt langsam so einen Eimer mit so Essen und da führe ich dir dann runter, damit du da unten ein bisschen was zu essen kriegst. Okay? Hm. Okay, liebe Freunde, dann machst du das schon wieder. Boah, es ist so nervig, ihr glaubt es gar nicht. Oh doch, die glauben das. Ja, du bist dran, mein Freund. Dann ja, sag mal auf Wiedersehen. Die leiden alle mit dir. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich denke mal, das ist einfach nur eine Phase und irgendwann komme ich zurück. Und dann mache ich Rivano den Boden gleich. Ich hoffe. Ja. Okay. So, okay, dann war es das für heute, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, sehen wir uns morgen wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.